Willkommen zurück hier bei InGames, wo sich Spiele wie zu Hause fühlen. Wir spielen immer noch Kingdom Hearts Final Mix und sind dabei, die Diamantiner zu finden. Und ja, im letzten Part habe ich mich ein bisschen aufgeregt, weil hier ziemlich viele Sachen sind, Gegner sind, die mich ziemlich viel stören. Zudem musste ich merken, dass meine Liste chronologisch nach den Diamantinern vorangeht, aber die Diamantiner sind chronologisch geordnet nach dem Können sozusagen, was man kann. Bedeutet nicht nach den Welten, das heißt, sie sind mehr Dalmatiner, als ich gedacht habe. Doch bevor wir überhaupt jetzt anfangen können, hier irgendwelche Dalmatiner zu finden, weil ich würde viel lieber nach den Welten gehen, als immer wieder durch die Welten springen zu müssen, werden wir uns jetzt erstmal hier darauf konzentrieren, die ganzen Gegner hier wegzuschaffen, weil das gehört leider dazu, sonst kommen wir hier nicht weiter. Aber das sollte eigentlich wenig ein Problem sein. Sind zwar ein bisschen viele Gegner jetzt gerade, aber wobei, da fällt mir ein, ich kann ja auch mal rufen. Den können wir mal rufen. Wie wär's mal mit Mushu? Na, kann ich ihn nicht rufen. Schade. Warum kann ich nicht rufen? Ach, weil Donald K.O. ist. Jetzt verstehe ich das. Angriffskraft ist erhöht. Genau das wollte ich. Nee, eigentlich wollte ich ja AP. Damit ich mir meine Volltreffer leisten kann, diese Ability. Aber gut, Angriffskraft ist natürlich auch gut. Mache ich mir Schaden. Jetzt müssen hier nicht alle auf mich draufhauen. Ich habe das Gefühl, je weiter ihr mich hier hintreibt, desto mehr Gegner kommen hier gleich, weil die noch alle respawnen werden. Da, Donald ist schon wieder da, das ist schön. Na komm. Immer wieder hinter diesen Kürbissen verstecken die sich. Da kann ich die nicht treffen, weil wenn ich auf die Kürbisse haue, passiert da recht wenig. Das ist ein guter Schutzschild, definitiv, aber nur für die Gegner, nicht für mich. Ey, ich habe das Gefühl, jetzt respawnt Donald und Goofy und jetzt sind auf einmal wieder tausende von mehr Leuten hier. Diese Herzlosen nehmen auch deutlich zu. Warum, weiß ich nicht, aber sie nehmen zu. Aber der ist schon mal besiegt, das ist gut. Ganz ruhig. Danke. Ach komm. Komm schon. Ich habe keine Lust mehr auf euch. Das ist hier... Das macht keinen Spaß mehr. Das Gebiet ist zu groß. Und da kommen so viele Gegner immer und immer wieder. Technik geblockt, das ist schön. Das will ich aber gar nicht blocken. Ach komm, jetzt nerv nicht. Danke. So, jetzt nachdem wir das Gebiet hier gesäubert haben, wollte ich gerade sagen. Und dann kommt schon hier der nächste. Was macht ihr denn jetzt hier? Ich will eine ultimative Attacke haben, so eine Massenvernichtungsattacke, ey. Lasst mich alle mal doch in Ruhe. Das gibt es nicht. Immer wieder diese nervigen Typen. Danke. Danke. So, Maximum AP von Goofy ist auch gestiegen. Dafür danke ich sehr. Da. Jetzt kommt hier auch noch so ein komischer Bomber wieder an. So, das Trio-Tech hier bitte einmal ausführen. Was haben wir hier? Da haben wir schon mal wieder ein paar Dalmatiner. Sehr schön. Aber, oh nein. Habt ihr nicht genug oder was? Wieso haut ihr denn immer wieder ab, wenn ihr dann doch wieder respawnt? Das verstehe ich nicht. Wo ist denn einer noch? Hier. So, erledigt.
So, jetzt eben mal kurz in die Ability reingehen. Goofy hat 4 insgesamt. Dann kriegst du Esprit? Nee. MP-Spender? Nein. Berserker? Nein. MP-Hast? Boah, machen wir mal MP-Hast und Berserker kriegst du noch rein. So, dann gehen wir hier auf jeden Fall rein. Hier waren wir nämlich noch nicht. Auch wenn ich das im letzten oder vorletzten, irgendeinem Part hätte ich mir das bestimmt gedacht. Hier sind nämlich auch noch so schöne Truhen. Die werden wir auch öffnen. Schere, Gummi erhalten. Das ist schön. Keine Ahnung, wofür man eine Schere beim Gummijet braucht. Aber wir haben Schere, Gummi erhalten. Und hier ist auch nochmal eine Truhe. Uhu, und nochmal Dalmatina. Sehr schön. Das heißt, das haben wir auch schon. Hier ist auch nochmal eine Truhe. Sanctus-Gummi erhalten, also für die etwas heiligeren untersuchen. Nein, warte. Wo bin ich denn jetzt hergekommen? Doch, hierher, oder? Oder gibt es hier noch einen Raum? Ja, nur bitte lass keine Monster auftauchen. Sehr schön, dann kann ich auch direkt hier weitergehen. Und ich hatte mich doch vertan, so schlau war dann mein, wie soll ich sagen, meine Liste dann doch nicht. Das hatte nichts mit der Brücke an sich zu tun, sondern wir müssen wirklich hier weiter. Aber irgendwie habe ich ein Problem, denn normalerweise ist das hier beim Oogie Boogie Haus. Aber hier ist nichts beim Oogie Boogie Haus. Muss ich mal eben kurz gucken ins Tagebuch. Mir fehlen noch die Dalmatina 40 bis 42 und das müssten an der Steinbrücke links. Okay. Jetzt bin ich ja ein bisschen überfragt. Wie gesagt, ich gucke gerade hier auf meine Liste, aber das hilft mir nicht großartig weiter. Deswegen springe vor Oogie Boogies Gruft nach links. Okay. Die Steinbrücke ist hier. Okay. Hier sind 2 Fungi. Jetzt muss ich wieder darauf achten, was die machen. So, Moment. Ich muss die Magie auswählen und du. Oder seid ihr gar nicht diese Fungi? Ich spring mir zu viel. Nee, das sind andere Fungi. Na toll, nicht funktioniert. Dann versuchen wir es bei dir. Ach, das Problem ist, wir müssen die in der Luft halten, diese hier. Und wenn mir das nicht gelingt, die müssen wir ungefähr 10-mal in der Luft halten, dann bekommen wir irgendwas. So, jetzt ja nichts auslösen. So, Oogie Boogie Gruft. Hier. Links. Wo? Deswegen weiß ich jetzt gerade nicht, wo man die herkriegen soll. Wir lösen zumindest keine Gegner mehr aus. Das ist schön. Vielleicht haben die sich auch vertan und die meinen rechts, aber hier ist nichts. Ich kann allgemein nirgendwo hier. Nein, hier kann ich nichts. Ich müsste mal. Moment, jetzt. Ich habe gerade die Befürchtung, dass das, weil ich habe mir das noch ein anderes angeguckt. Andere Liste und da heißt es, dass man in der Oogie Boogie hier. Aber das Haus existiert ja hier nicht mehr. Ich kann es mal einmal demonstrieren. Ah, Moment. Hier bitte. Na, ich wollte mich da dran hangeln. Da ist zwar eine Truhe, aber wie komme ich denn da jetzt dran? Ach, Moment, ich wette durch das rote Triotech. Moment, muss ich einmal auslösen. Aber da werden keine Dalmatiner drin sein, glaube ich. So, darf ich. Also, wie gesagt, in der Oogie Boogie-Dings hier gab es Dalmatiner und die habe ich nicht. Und
wenn das jetzt Verpasspaare waren, dann habe ich ein Problem, weil dann muss ich das ganze Spiel nochmal neu spielen, um sozusagen das zu erreichen, was ich euch zeigen will. Und das wäre jetzt arg ärgerlich. Ach, schieb die nochmal weg, Goofy. Ja, und vor allen Dingen hol nochmal neue heran. Wir haben ja so wenig Spaß. Komm schon, ich habe keine Lust auf euch. Danke. Danke. Da ist noch einer. Danke. Herkommen, nicht kämpfen. Herkommen. Warum holt ihr die... Oh, was bist du denn für einer? Dich kenne ich ja gar nicht. Vielleicht sollte ich dich mal kennenlernen. Habe ich dich jetzt besiegt? Nein, immer noch nicht. Aua! So, jetzt habe ich dich gekontert. Wow! Bitte was? Irgendwas verstehe ich gerade falsch, oder? Ist das ein Endgegner hier? Der Typ ist bestimmt nicht ohne, definitiv. So, jetzt draufhauen. Hau auf ihn drauf, Leute. Draufhauen. Irgendwas verstehe ich bei dem nicht. Also jetzt abgesehen davon, dass er hier seine Leute beschworen hat. Aber ist das irgendwie ein härterer Gegner? Ein Endgegner kann das ja nicht sein. Das ist auf jeden Fall nicht mal eben so ein leichter Gegner. Ganz ruhig. Wow, ganz ruhig. Donald wollte ich jetzt erstmal heilen. So, jetzt draufhauen hier. Irgendwie... verstehe nicht ganz. Nee, ich verstehe überhaupt nichts. Jetzt kann ich dem gar nichts mehr anhaben oder wie oder was? Oder hat den irgendjemand verzaubert von euch? Hallo, kommst du mal runter? Diese Gargoyles, die bleiben einfach in der Luft, da komme ich nicht dran. So, was bist du jetzt für ein Gegner? Ich kapiere dich nicht, aber sowas von nicht. Also das ist nur seine Teil, irgendwie ein Teil seiner Kraft, seiner Lebenspunkte. Der hat noch mehr, aber ich weiß nicht, wie ich da dran kommen soll. Gargoyles, haut ab! Haut einfach mal ab, bitte. So, alles kurz und klein hauen, bitte. Mein Gott, hat der Energie. Das gibt's doch gar nicht. Hör auf, hier deine Leute zu beschwören. Und vor allem, ich will hier nur das Trio-Tech eigentlich ausführen. Danke fürs Heilen. Sehr zuvorkommt. Aber erstmal müssen wir hier die Gargoyles wegschaffen, bitte. So, jetzt ist er wieder erledigt. Irgendwie klappt das nicht ganz. Und dann müssen wir diese Kugeln hier zerschlagen. Eins von beiden muss ja. Das ist auf jeden Fall einer der härtesten Gegner, die ich jetzt hatte. Und also vom Endgegner her, also die außen vor gelassen. Ach, Leute. Donald.
Donald, du hast noch so viel Energie. Heil uns mal bitte. Danke. Schieb den doch nicht immer weg, Goofy. Danke fürs Heilen. Jetzt reicht's mir hier erstmal mit diesen zwei Gargoyles. Einmal auf die Kleinen hier. Hörst du wohl auf? Du hast Pyro-Tropfen? Was auch immer das heißen mag. Auf jeden Fall haben wir den ordentlich zur Sau gemacht. Danke. Meine Güte, der hat mich aber auch jetzt genug aufgeregt. Gut, die Truhe ist unten, aber was ist hier drin? Mithrilerz. Das ist Mithrilerz. Wie komme ich denn jetzt an die... Moment, jetzt muss ich erstmal kurz gucken, wie weit der Part hier überhaupt vorangeschritten ist. Nicht, dass ich hier jetzt auch noch wieder überziehe. Aber hier ist nichts, beim besten Willen. Ich kann mich hier gerne nochmal umgucken, aber ich sehe hier nichts. Ich erkenne hier nichts und die... Das Haus von Oogie Boogie ist leider zerstört. Da komme ich auch nicht wieder rein. Und wenn die Dalmatiner da sind und ich jetzt in den nächsten Zwischenpart erfahre, dass ich da alles neu machen muss, dann reg ich mich schon was von tierisch auf. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Hier komme ich noch nicht mal rein. Tja, dann komme ich vielleicht über den Hut da rein. Nein, auch nicht. Gut, schön, dass wir das mal geklärt haben. Vielleicht hätte ich Oogie Boogie nie zerstören dürfen. Hätte ja auch sein können. So, mal eben kurz gucken, wo wir hier lang kommen. Ach, hier geht's gar nicht lang. Das ist natürlich toll. Ich dachte, hier wäre eine Ebene, wo man lang kommen würde. Nein, so ist es nicht. Jetzt, lass mich nicht schwach werden, bitte. Steinbrücke, okay. Ach, jetzt sind diese ganzen Trompetendinger hier da wieder. Gehen wir weg. Danke. So, ich werde jetzt die Gegner hier irgendwie besiegen, hoffentlich. Jetzt, das ist wieder nervig. Das ist nur nervig. Das hat nichts mehr mit Dings zu tun. Das ist nur noch nervig. Komm mal her, komm mal her. Ich weiß auch nicht mehr, was ich sagen soll. Ich bin einfach nur genervt, dass ich hier die ganzen Gegner jetzt angreifen muss. Ich bin genervt darüber, dass diese Dalmatiner nicht da sind, wo sie sind. Beziehungsweise die Macher hier angibt, oder so wie es für sich für mich jetzt aussieht, Dalmatiner einbauen, die man nur an einer bestimmten Stelle bekommen kann. Ansonsten nicht mehr. Und jetzt kann ich das ganze Spiel sozusagen neu spielen. Sonst kann ich nicht das schaffen, was ich wollte. Und das bin ich eigentlich von Kingdom Hearts definitiv nicht gewöhnt. Jetzt nervt doch mal richtig rum, Leute. Ich habe so richtig Spaß daran, gegen euch zu kämpfen. Ah, das Spiel macht aggressiv, aber sowas von. Ich will doch ins Pausemenü. Wieso kommst du jetzt da um die Ecke, ey? Warum kommst du? Warum kommst du? Habe ich dir irgendwas getan? Lasst mich in Ruhe. Lasst mich doch einfach in Ruhe. Dieses Spiel macht gerade richtig aggressiv. Aufkommende Wut. Gusfraber, alles bleibt cool. So,
Hier ist noch ein blöder Magier, der einfach abhaut, aber es macht nichts. Naja, der haut wenigstens nicht ab, so wie ich es gedacht habe. Ja, es ist ja so, ich langweile mich hier gerade und bin froh, dass hier Gegner ankommen, mit denen ich mich ein wenig beschäftigen kann. Komm schon, komm schon. So, alles erledigt? Nein, da ist noch irgendwas. Wieso haust du ab? Kommst du mal wieder hier hoch? Und was kommst du? Ach, hier ist auch noch einer. Ich will nur nicht, dass der abhaut und wieder respawnt, dann geht nicht die ganze Serie wieder von vorne los. Wenigstens kann man sich nicht beklagen. Also diese Luizidsteine und so, alle Items dürften wir langsam haben, also für Schmieden. So, wer oder was ist noch hier oben? Och, ja, ich dachte eigentlich, da wäre noch ein Gegner übrig, aber nein, wir respawnen mal einfach wieder ein paar hierher, dann wird es nicht so langweilig. Du blöder Gargoyle da hinten. Ich will den Magier da hinten treffen, aber nein. Treff ihn noch mal. Erledigt, so. Der ist immun gegen Magie. So, Maximum LP haben sich wenigstens. Dann hat sich wenigstens etwas gelohnt. Gegen wen kämpfst du jetzt da noch, Donald? Danke. Das habt ihr mir wenigstens etwas abgenommen. So, Leute, ich werde diesen Part an dieser Stelle jetzt ganz schnell beenden, werde versuchen, mich schlau zu machen, wie das ist mit diesen Dalmatinern. Wenn die nicht finden, dann, ruhig bleiben, dann, keine Ahnung was. Ich hoffe dennoch, dieser Part hat euch einigermaßen gefallen. Ein paar Dalmatiner haben wir ja gefunden und, ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten wieder ein. Danke fürs Zusehen und bis dahin.